Hast du eine PV-Anlage zu Hause installiert und überlegst, den überschüssigen Strom für dein E-Auto zu verwenden, statt ihn viel zu günstig ins öffentliche Netz einzuspeisen? Dann ist der GoE-Controller das richtige Gerät für dich. Aber aufgepasst, denn der GoE-Controller kann noch viel mehr. Was er alles kann und wie er dir beim Laden deines E-Autos hilft, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und wenn du dein Elektroauto ökonomisch und ökologisch laden möchtest, dann profitiere von den Vorteilen des GoE-Controllers. Denn das Gerät hebt dein Ladeerlebnis auf das nächste Level. Du kannst damit nämlich deinen Energieverbrauch überwachen und sehen, wie dein Strom verbraucht wird. PV-Überschuss laden und deinen Eigenverbrauch optimieren. Dynamisches Lastmanagement nutzen, damit die Ladeleistung automatisch angepasst wird, wenn zu viele Geräte im Haus gleichzeitig laufen, damit du nicht plötzlich im Dunkeln stehst. Und verfügst du über Programmierkenntnisse, dann hast du aufgrund der zusätzlichen Schnittstelle auch die Möglichkeit, noch mehr Funktionalitäten des GoE-Controllers auszuschöpfen. Bevor wir uns die Details ansehen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer die aktuellsten Informationen erhältst. Okay. Schauen wir uns mal an, was der GoE-Controller genau ist. Den GoE-Controller verwendest du im Zusammenspiel mit dem GoE-Charger. Er dient als Energiemanagementsystem, kurz EMS, und sorgt dafür, dass Überschussstrom einer PV-Anlage zum Laden von Elektroautos und Plug-in-Hybriden verwendet wird. So holst du das Maximum aus deiner Investition in eine PV-Anlage heraus, da du deinen Eigenverbrauch erhöhst. Mittels dynamischem Lastmanagements verhindert der GoE-Controller eine Überlastung des Hausanschlusses, indem er bei detektierten Lastspitzen automatisch die Ladeleistung für an GoE-Chargern angeschlossene Elektroautos und Plug-in-Hybride reduziert und sobald möglich wieder erhöht. Werfen wir einen Blick auf die Funktionen und starten mit dem Energy Monitoring. Der GoE-Controller misst die Stromflüsse im Gebäude. Das Gerät weiß also, woher die Energie kommt und wohin sie geht. Je nach Sonnenstand und aktuellem Strombedarf in deinem Haus kannst du die Ladevorgänge von Elektroautos im Zusammenspiel mit GoE-Chargern also noch smarter steuern. Du kannst den GoE-Controller aber auch einfach zur Überwachung von Verbrauchern im Gebäude verwenden. Mit dem Gerät hast du also volle Transparenz und kannst detaillierte Informationen zum Stromverbrauch einzelner Geräte wie der Wärmepumpe, Klimaanlage oder Sauna erhalten. Dazu kannst du mittels Sensoren deren Stromverbrauch messen. Rufe die visualisierten Daten einfach über das Display des Controllers oder noch detaillierter in der GoE-App ab. Der GoE-Controller lässt sich ein- oder dreiphasig betreiben. Bei dreiphasigen Stromnetzen kannst du drei zusätzliche Verbraucher, wie zum Beispiel Wechselrichter, Klimaanlage und Wärmepumpe, im Auge behalten. Bei einphasigen Stromnetzen bis zu 5 zusätzliche Geräte. Kommen wir nun zum dynamischen Lastmanagement. Der GoE-Controller steuert automatisch die Ladeleistung der angeschlossenen GoE-Charger, abhängig von im Gebäude verfügbarem Strom. Werden beispielsweise viele Haushaltsgeräte mit hoher Leistung gleichzeitig betrieben, könnte die verfügbare Strommenge überschritten werden. In diesem Fall kann es leicht zu einem Stromausfall kommen. Der GoE-Controller misst den Gesamtstrom des Gebäudes und gibt die Informationen an den GoE-Charger weiter. Solange dieser mit der Cloud verbunden ist, kann er die Ladeleistung automatisch regulieren und bei Bedarf reduzieren. Kommst du also abends von der Arbeit nach Hause, schließt dein Elektroauto an, um es zu laden, gehst dann in dein Haus, machst das Licht an und verwendest gleichzeitig diverse Haushaltsgeräte, erkennt der GoE-Controller diese Aktivitäten und gibt diese Daten an den GoE-Charger weiter, der im nächsten Schritt die Energiezufuhr entsprechend drosselt. Gehst du dann zu Bett, erhöht die Wallbox automatisch wieder die Energiezufuhr. Möchtest du mehr zum dynamischen Lastmanagement erfahren, dann schau dir unser anderes Video an, das wir dir am Ende verlinkt haben. Kommen wir jetzt noch zum PV-Überschussladen. Wie kann dir der GoE-Controller helfen, damit du so günstig und effizient wie möglich lädst? Verwendest du den GoE-Charger in Kombination mit dem GoE-Controller, lädst du überschüssige Solarenergie in die Batterie von Elektrofahrzeugen. Wenn deine PV-Paneele mehr Energie erzeugen, als zum Betrieb deiner Haushaltsgeräte erforderlich ist, erhöhst du durch das Laden deinen Eigenverbrauch und sparst somit grüner Energie richtig Geld.
Dabei vermeidest du, dass du Strom zu einem möglicherweise zu niedrigen Preis ins öffentliche Stromnetz einspeist. Außerdem wird sich das Fahren mit grüner Energie am nächsten Tag großartig anfühlen. Es ist also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch von Vorteil für dich. Aber wie funktioniert das Ganze im Detail? Der GoE-Controller steuert unlimitiert viele GoE-Charger so, dass diese bei entsprechender Konfiguration nur mit PV-Überschuss laden. Er überwacht den Energieverbrauch deines Hauses und wartet auf den Moment, in dem überschüssiger Strom vorhanden ist, um mit dem Laden deines Autos zu beginnen. Für das einphasige Laden deines Elektroautos sind mindestens 1,4 Kilowatt notwendig. So viel Solarstrom sollte also nach Abzug des Haushaltsbedarfs noch vorhanden sein, um zumindest einphasig ohne Netzbezug laden zu können. Sobald genügend überschüssige Energie produziert wird, übermittelt der GoE-Controller diese Informationen an den GoE-Charger. Und dieser kümmert sich um den eigentlichen Ladevorgang mit PV-Überschussstrom. Der GoE-Charger schaltet auf Basis der Informationen des Controllers je nach verfügbarem Strom automatisch zwischen einphasigen und dreiphasigen Laden um. So realisierst du auch bei geringer Produktion von PV-Überschuss einen hohen Eigenverbrauch. Beachte dazu auch die Informationen im Datenblatt des GoE-Controllers. Sobald deine PV-Anlage genügend Überschuss produziert, schaltet der GoE-Charger wieder auf dreiphasiges Laden um. Du kannst dich also ruhig zurücklehnen und entspannen. Das smarte Wallbox-System regelt den Ladevorgang für dich. Beachte, dass für das PV-Überschussladen keine Messung der PV-Produktion durch deinen Wechselrichter notwendig ist. Durch die direkte Messung mittels eines Sensors am AC-Anschluss des Wechselrichters kannst du dir jedoch auch in Echtzeit den durch deine PV-Anlage produzierten Strom anzeigen lassen. Batteriespeichersysteme können auch berücksichtigt werden, solange sie an einem AC-Anschluss gemessen werden können. Willst du nicht nur mit PV-Überschuss laden, sondern auch mit Strom aus dem Netz, weil deine PV-Anlage zu wenig Strom generiert, ist auch diese Mischform möglich. Du hast es also in der Hand, ob ausschließlich mit PV-Überschussstrom oder auch mit Netzstrom geladen werden soll. Stelle deine Präferenzen für den Verbrauch von überschüssiger Solarenergie ganz einfach in der GoE-App von der Couch aus ein. Oder verwende die App, um auf alle Einstellungen des Controllers zuzugreifen und sie an deine Bedürfnisse anzupassen. Willst du mehr zu den Einstellungen in der GoE-App erfahren, dann schau dir unser anderes Video an, in dem wir dir das GoE-Controller-Setup und diverse Custom-Einstellungen näher erläutern. Hast du übrigens Programmierkenntnisse, ermöglicht dir der GoE-Controller noch mehr Kontrolle beim Laden deines E-Autos. Der Controller verfügt nämlich über zusätzliche Schnittstellen wie eine lokale und cloud-basierte HTTP-API, Modbus TCP und MQTT. Schauen wir uns jetzt noch kurz an, mit welchen Geräten der GoE-Controller kompatibel ist. Der GoE-Controller ist mit sämtlichen GoE-Chargern, der GoE-App und grundsätzlich mit allen PV-Wechselrichtern und AC-Batteriespeichersystemen kompatibel. Beachte dazu auch unsere Hinweise im Datenblatt des GoE-Controllers. Eine PV-Optimierung ist auch ohne direkte Messung der Produktion durch den Wechselrichter möglich. Eine Kommunikation mit dem Wechselrichter oder der Batterie ist nicht notwendig. Die Eigenproduktion kann nur bei AC-Wechselrichtern über einen Sensor gemessen und visualisiert werden. Bei Hybridwechselrichtern mit direktem DC-Batterieanschluss ist jedoch eine getrennte Messung von Batterie- und PV-Produktion nicht möglich. Möchtest du wissen, wie man den GoE-Controller installiert? Dann schau dir unser dazu passendes Video an, in dem wir dir Schritt für Schritt die Montage und Inbetriebnahme erklären. Wenn du dir das Video bis hierher angesehen hast, gib uns doch einen Daumen nach oben, klicke auf die Benachrichtigungsglocke, um sicherzustellen, dass du das nächste Video nicht verpasst und abonniere unseren Kanal. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.